Hat Yvette vorhin nicht die Terrassentür abgesperrt? Ah ja, sie hört. Sie kann nur nicht sprechen. Was? Ich verstehe nicht, was Virginie damit meint. Wer hört? Ich? Mit wem spricht sie? Sie ist so nett. Du darfst ihr nichts tun. Was erzählt sie da? Virginie! Keine Angst, Lise. Ich habe es ihr erklärt. Sie findet dich sehr hübsch. Was erklärt? Wem? Ich werde langsam nervös. Wenn sie nur nicht spielt. Wenn sie tatsächlich mit jemandem spricht, der da ist. Ich versuche mit aller Kraft zu horchen. Nein, ich habe dir gesagt, du darfst sie nicht anfassen. Sie spielt nicht. Dieses Kind spricht mit irgendjemandem. Mit jemandem, der in meinem Wohnzimmer sitzt und mich schweigend ansieht. Der mich hübsch findet. Der mich anfassen will. Ich fühle, wie mir der Schweiß ausbricht. Ist sie es? Die Bestie? Du glaubst mir also auch nicht. Niemand glaubt mir. Aber es stimmt. Sie besucht mich, wenn ich allein bin. Und mit dir ist es, als wäre ich allein, weil du ja nichts siehst. Dieses Kind ist gestört. Sie fantasiert. Natürlich ist niemand da. Sie muss sich einsam fühlen, deshalb erfindet sie sich Freunde, die arme Kleine. Es ist mir wahrhaftig lieber, Virginie ist krank, als dass ein Mörder in meinem Wohnzimmer sitzt und mich ansieht. Es hätte etwas länger gedauert. Es war sehr voll in der Apotheke. Was ist denn das? Virginie, komm mal her. Ich habe dir doch verboten, die Terrassentür aufzumachen. Leg die Puppe weg und antworte mir. Warum hast du die Tür aufgemacht? Ich hatte Bilou im Garten vergessen. Bilou ist ihre Puppe. Naja, gut. Komm, iss deinen Joghurt. Ihnen mache ich einen Tee, Mademoiselle Elise. Komisch nur, dass ich mich beim besten Willen nicht erinnern kann, dass Virginie in den Garten hinausgegangen ist. Weißt du, Lise, ich musste ihr die Tür aufmachen. Sie ist so groß. Sie kann doch nicht durch Wände gehen. Langsam verliere ich den Verstand. Hey, Dr. Ribot, wo bleiben Sie? Ihre Patientin sollte schleunigst in ein ruhiges Sanatorium. Weit, weit weg von hier. Das gibt's doch nicht. Nun schau sich bloß einer all diese Idioten an, die ins Grüne fahren. Geh doch auf. Pass auf, du wirst aber bescheuert. Ja. Hast du nicht gesehen, wie der die Kurve geschnitten hat? Wenn nur immer die anderen. Sonntägliche Spazierfahrt mit Paul und Elaine. Yvette ist mit ihrem Jean verabredet. Sie haben mich mit dem Sicherheitsgurt auf den Beifahrersitz festgeschnallt und ich hänge drin wie ein nasser Sack. Wirklich ein toller Ausflug. Papa? Ja. Such doch mal eine andere Musik.